Das ist natürlich besser, als wir vor der EM erwartet haben, dass wir sogar als Gruppenerster rübergehen. Das ist natürlich ein super tolles Gefühl und eine Momentaufnahme. Aber wir arbeiten weiter an unseren Aufgaben. Und da heißt es einfach, Step für Step weitermachen, sich gut auf den Gegner vorbereiten und dann die Aufgaben zu lösen. Ein Tapetenwechsel tut jetzt auch mal ganz gut nach der Vorrunde. Und wir freuen uns, dass wir die Vorrunde eben so gut überstehen konnten. Dass wir, denke ich, gute Spiele gezeigt haben. Und ja, freuen uns auf die nächsten drei Gegner. Freuen uns darüber, dass wir drei Gegner auf diesem hohen Niveau eben noch haben. Und ja, sind schon ganz gespannt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das Hotel aussieht, wie die Halle aussieht. Erstmal wieder an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Ja, wir erwarten natürlich drei ganz tolle weitere Spiele. Also ich denke, gerade das Schwedenspiel wird für alle ein Highlight werden, weil wir uns natürlich eine volle Halle erhoffen. Gegen den Gastgeber zu spielen ist immer was Besonderes. Und ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf.